بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته meine lieben Geschwister. Ich freue mich, dass wir heute uns wieder hier versammeln dürfen, um weiterzumachen mit unserer Reihe über die Sira unseres geliebten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und wir hatten in der letzten Woche über ein gewaltiges Ereignis im Leben unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam gesprochen gehabt. Und zwar ganz konkret über Hajjatul Wada', über die Abschiedspilgerfahrt unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam, die einzige Pilgerfahrt, die er vollzogen hat. Und wir hatten letzte Woche gesagt gehabt, dass diese Pilgerfahrt noch weitere Namen hat. Welche Namen hat sie denn noch? Hajjatul Wada', Abschiedspilgerfahrt. Noch zwei weitere Namen. Ihr dürft gerne antworten auch, Schwestern. Hajjatul Balagh, die Verkündigungspilgerfahrt, und Hajjatul Islam, die Pilgerfahrt des Islam. Die Pilgerfahrt des Islam, weil in dieser Hajj unser Prophet sallallahu alaihi wasallam die Manasikul Hajj aufgezeigt hat und wichtige Ahkam des Islam den Muslimen mitgeteilt hat und beigebracht hat. Und der Ort, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam die wohl wichtigste Predigt in seinem Leben gehalten hat, ist Arafah gewesen. An dem Tag, wo alle Muslime an einem Fleck sind. Es ist der einzige Tag bei der Pilgerfahrt, wo wirklich alle an einem Fleck sind. Weil es eine begrenzte Zeit ist, Arafah ist eine begrenzte Zeit von Dhuhr bis Sonnenuntergang. Und dementsprechend, auch wenn du heutzutage die Hajj vollziehst, dann siehst du, dass der einzige Ort, wo wirklich alle Pilger versammelt sind an einem Ort und alle gemeinsam anwesend sind, ist Arafah. Sonst sind sie immer verteilt. Und dort hat auch unser geliebter Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam die wohl wichtigste Predigt seines Lebens gehalten. Und zwar Khutbatul Wada', die Abschiedspredigt unseres geliebten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und wir wollen uns heute, insha'Allah ta'ala, im ersten Teil mit der Abschiedspredigt beschäftigen. Und im zweiten Teil wollen wir heute, insha'Allah ta'ala, uns mit einem weiteren wichtigen Ereignis beschäftigen. Ein Ereignis, über das es zwischen Schiiten und Sunniten sehr unterschiedliche Sichtweisen darauf gibt. Und zwar handelt es sich um das Ereignis von Ghadir Khum. Darauf kommen wir dann später noch zu sprechen und ich werde auch erklären, warum dieses Ereignis gerade auch für die Schiiten so wichtig ist und wie wir als Sunniten dieses Ereignis betrachten und deuten und interpretieren. Beginnen wir insha'Allah ta'ala zunächst erst einmal mit dieser gewaltigen Predigt unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und zwar, unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er war in Arafah versammelt. Und vielleicht nochmal zur Erinnerung, wir hatten das letzte Mal auch angedeutet gehabt, dass nämlich der Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht nur eine Predigt gehalten hat, sondern mehrere Predigten gehalten hat. Aber die Predigt war die in Arafah gewesen. Aber er hat sowohl in Mina eine Predigt gehalten, ja, in Medina hat er schon eine Predigt gehalten, als er losgereist ist. Er hat dann, während er in Mina gewesen war, in den Ayyam al-Tashriq, den Tashriq-Tagen, diesen drei Tagen, die man in Mina verweilt, hat er ebenfalls Predigten gehalten. Aber die wichtigste Predigt, er hat vieles wiederholt, ja. Aber die wichtigste Predigt ist wirklich die, die er in Arafah gehalten hat. Salawatu Rabbi wa salamuhu alayhi. Und zwar hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam jetzt, nachdem Dhuhr und die Zeit von Dhuhr begonnen hat, angefangen, die Predigt zu halten. Und er sagte, und diese Predigt, ja, sie zeigt uns nochmal auf, was wirklich die wichtigsten Aspekte unseres Glaubens sind.
Also durch diese Predigt können wir unseren Glauben noch einmal lernen. Die wichtigsten Grundlagen, die wichtigsten Botschaften, welche Allah subhanahu wa ta'ala unserem Propheten sallallahu alaihi wa sallam dann offenbart hat. Und zwar beginnt unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam. Für diejenigen, die gerade gekommen sind, vielleicht, wir besprechen heute, wir haben eine Reihe über die Sira unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam, eine Lebensbiografie. Und wir sind schon relativ am Ende seines Lebens und wir beschäftigen uns heute mit der Abschiedspredigt unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Und zwar sagte unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, hört gut zu. Inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum ka hurmati yawmikum hadha fi shahrikum hadha fi baladikum hadha. Damit beginnt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam. Das ist unglaublich Wichtiges. Wahrlich, euer Blut und euer Vermögen ist unantastbar. Haramun alaik, unantastbar, verboten, heilig, wie du es auch immer übersetzt. Genauso wie die Heiligkeit dieses Tages. Und es war welcher Tag gewesen? Es war der Tag von Arafah. In diesem Monat, ein Haram-Monat, ein heiliger Monat, an diesem Ort ebenfalls ein heiliger Ort. Haram, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat ja die Predigt gehalten, bevor er Arafah betreten hat. Also er war noch im Haram-Bereich. Wir haben das letzte Mal aufgezeigt gehabt, dass er Arafah außerhalb des Harams ist und sich im Hil befindet, das heißt im nichtheiligen Bereich. Aber der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat Khutbatul Wada' wo gehalten? In Namira. Und Namira ist direkt an der Grenze zu Arafah. Dort befindet sich heute diese Moschee, Masjid Namira, wo der Imam immer am Tag von Arafah die Khutba hält. Während der Hajj, die auch übertragen wird im Fernsehen. Und unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er legt erst einmal etwas unglaublich Wichtiges fest. Und zwar, dass das Blut und das Vermögen des Menschen unantastbare Dinge sind. So etwas haben wir übrigens auch in unserem Grundgesetz. Wenn man sich die Präambel des Grundgesetzes anschaut, dann beginnt es mit was? Die Würde des Menschen ist unantastbar. Das war nicht immer so gewesen. Das war nicht immer so gewesen, dass die Würde des Menschen unantastbar ist. Es gab viele Zeiten in der Geschichte, wo die Würde des Menschen nicht unantastbar gewesen ist. Aber unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat uns aufgezeigt, dass genau diese Dinge unantastbar sind. Und dass ich nicht einfach mir das Recht nehmen kann, einem anderen Menschen Schaden zuzufügen in Bezug auf sein Leben oder in Bezug auf sein Vermögen. Und das sollte mir nochmal klar werden als Muslim. Was heißt es, ein Muslim zu sein? Viele denken, Muslim zu sein heißt, dass ich einfach, Alhamdulillah, sagen kann, ich bin Muslim und dann tun und lassen kann, was ich möchte, ich werde schon ins Paradies eintreten. Das denken viele. Wenn du viele Jugendliche auf der Straße fragst, die, weiß ich nicht, Leute abziehen, die Alkohol trinken etc., wenn du sie fragst, was bist du? Ich bin Muslim und stolz darauf und denken, Muslim sein ist einfach nur ein Name. Nein, unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat klar und deutlich definiert, wer ein Muslim ist. Wer ist denn ein Muslim? Wie hat denn der Prophet sallallahu alaihi wa sallam das definiert? Wer kennt alle diesen Hadith? Habt ihr alle schon mal gehört? Wer ist ein Muslim? Du wolltest die Schwestern sagen. Brüder, wer ist ein Muslim? Harun. Genau. Men salim an-nasu, al-muslimun, in einer Riwaya an-nasu, min lisanihi wa yadihi. Muslim ist derjenige, vor dessen Zunge und Hand andere Menschen unversehrt bleiben. Also ist jemand, der anderen Menschen keinen Schaden zufügt. Und genau das hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gleich am Anfang gesagt. Ihr seid alle gleich, was das betrifft. Und deswegen, also der Prophet hat ja, wie gesagt, viele Predigten gehalten und hat es auch immer wieder bestätigt. Unter anderem hat er auch gesagt, dass ihr alle gleich seid. Wie die Zähne eines Kammes. Wie die Zähne eines Kammes. Es gibt keinen Unterschied zwischen einem Araber und einem Nicht-Araber. Zwischen einem Weißen und einem Schwarzen. Der einzige Unterschied ist was? Die Taqwa. Und genau dies hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam an diesem heiligen Ort noch einmal bestätigt.
wie heilig das Leben und das Vermögen eines anderen Menschen ist. Und jeder sollte sich darüber nochmal im Klaren sein. Wenn ich anderen Menschen Unrecht tue, wenn ich ihnen ihr Recht nehme, dann ist das so, als würde ich etwas Heiliges antasten. Und dann begehe ich damit ein großes und gewaltiges Verdehen. Und jetzt, nachdem der Prophet sallallahu alaihi wa sallam zunächst erst einmal diese Überschrift gegeben hat für seine Khutba, geht er jetzt auf einige ganz konkrete Aspekte ein, die sehr, sehr wichtig sind. Und er beginnt zunächst erst einmal damit, dass er bestimmte Dinge, welche vorher gang und gäbe gewesen sind, welche ungeschriebenes Gesetz gewesen sind, welche alle praktiziert haben, dass er diese Dinge zunächst erst einmal ein für alle Mal abschafft, für immer. Und zwar sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam: Ala kullu shay'in min amri al-jahiliyyah tahta qadamayya mawdu'. Allahu akbar. Wahrlich, alles von den Angelegenheiten der Jahiliyyah, der vorislamischen Zeit, der Zeit der Unwissenheit, ist aufgehoben und befindet sich unter meinen Füßen. Also mit anderen Worten, es ist weg, es ist abgeschafft worden, gilt nicht mehr. Und wurde beseitigt, ein für alle Mal. Und der Islam ist gekommen, um dies zu beseitigen. Und jetzt, nachdem der Prophet sallallahu alaihi wa sallam das so allgemein formuliert hat, nennt er zwei Beispiele. Zwei Beispiele, die in der Jahiliyyah-Zeit sehr verbreitet gewesen waren und wo leider heutzutage immer noch viele Muslime glauben, das sei ein Teil des Islams, obwohl der Islam gekommen ist, um dies aufzuheben. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam beginnt mit dem Teil, wo es um das Leben des Menschen geht. Wir werden sehen, subhanallah, diese Khutba ist aufeinander aufgebaut. Der Prophet hat gesagt, am Anfang was? Ja, das Leben und das Vermögen des Menschen ist unantastbar. Und jetzt beginnt er mit einem Beispiel aus der Jahiliyyah-Zeit, wo Leute das Leben anderer Menschen einfach so ausgelöscht haben, obwohl es hierfür gar keinen Grund gab. Und zwar sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam jetzt, وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ وَإِنَّ أَوَّلَ دَمٍ أَضَعُ مِنْ دِمَائِنَا دَمُ بْنُ رَبِيعَةِ بْنِ الْحَارِثِ. Allahu Akbar. Subhanallah. Und alles Blut aus der Jahiliyyah-Zeit, damit die Blutfäden gemeint, sind abgeschafft worden. Jegliche Blutfäden sind abgeschafft worden. Was sind Blutfäden? Jemand tötet einen anderen Menschen zu einem bestimmten Stamm. Und der Mörder, der getötet hat, er flieht. Und was macht jetzt die Familie des anderen Stammes oder des Getöteten? Sie sagt, wir müssen das ausgleichen. Egal wie. Es muss auf der anderen Seite ebenfalls Blut fließen. Egal von wem. Hauptsache, wir gleichen das aus. Und was tun sie? Sie töten einfach irgendjemanden anderen von dem anderen Stamm. Und somit beginnt eine was? Blutfehde, die nie mehr endet. Die anderen sagen, was hatte der damit zu tun? Der ist unschuldig gewesen. Also töten sie wiederum jemanden anderen vom anderen Stamm. Und somit entstehen Blutfäden, die über Generationen gehen. Erst vor wenigen Tagen gab es eine Blutfehde hier in Berlin. Hier in Berlin. Da hat irgendjemand, irgendjemand hat jemanden abgestochen. Ja, ein Junge, der wurde dann eingesperrt und da hat die Familie gesagt, das reicht uns nicht aus. Wir wollen Blut sehen. Guck mal hier in Deutschland, in Berlin unter uns, nach 1400 Jahren, wo der Prophet sallallahu alaihi vor 1400 Jahren das abgeschafft hat. Und was machen sie? Sie töten den Vater des Jungen. Was hat der Vater damit zu tun? Und denken, sie hätten es damit ausgeglichen. Nichts haben sie ausgeglichen. Sie haben einfach nur die Jahiliyyah-Zeit wiederbelebt. Und leider gibt es heutzutage immer noch viele, auch gerade arabische, türkische Jugendliche, die genauso denken. Die haben das so von ihren Familien geerbt. Und sie denken, das sei cool, ich muss meine Ehre retten. Egal was ist, ich muss meine Ehre, ich muss Rache üben. Und sie gucken sich ja natürlich irgendwelche Hollywood-Filme an und denken, das ist wahre Männlichkeit. Das hat nichts mit Männlichkeit zu tun. Das ist Jahiliyyah. Nicht mehr und nicht weniger.
Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam hat das immer wieder aufgezeigt. Er sagte sallallahu alaihi wasallam: "Unsur akhaka zaliman au mazluma." Helfe deinem Bruder. Ganz gleich, ob er Unrecht tut oder ob ihm Unrecht widerfährt. Dann sagten die Sahaba: "Ya Rasulallah, nansuruhu mazluma, walakin kayfa nansuruhu zalima?" Gesandte Allahs, okay, wir können ihm helfen, wenn ihm Unrecht widerfährt, wenn er unterdrückt wird. Aber wie sollen wir ihm helfen, wenn er selbst Unrecht tut? Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: "Ta'khudhu fawqa yaday." Du hältst ihn davon ab, du hältst ihn in der Hand, du sagst, das ist nicht recht. Du zeigst ihm, was der rechte Weg ist. Das ist der Islam. Und damit der Prophet sallallahu alaihi wasallam dies auch wirklich durchsetzen kann, macht er was? Er geht mit gutem Beispiel voran. Er beginnt mit seiner eigenen Familie. Und er sagt: وَإِنَّ أَوَّلَ دَمٍ أَضَعُ مِنْ دِمَائِنَا دَمَ ابْنَ رَبِيعَةِ ابْنِ الْحَارِثِ. Und die erste Blutfehde, welche ich fallen lassen werde, ist die Blutfehde, die sozusagen, also wo wir das Recht haben, auf eigentlich jetzt Blutrache, und zwar aufgrund des Blutes von Ibn Rabi'a Ibn al-Haris. وَكَانَ مُسْتَضْعًا فِي بَنِي سَعْدٍ فَقَتَلَتْهُ هُذَيْنٍ. Und er war jemand, der sozusagen ein kleiner Junge, der wurde dorthin geschickt zu den Bani Sa'd, ja, wie auch unser Prophet sallallahu alaihi wasallam bei Halima al-Sa'diyya, ja. Und die Mekkaner haben ja immer, wie gesagt, die Kinder dorthin geschickt, damit sie dann erstmal in den ersten zwei Jahren dort gestillt werden von den Stillarmen. Und dann kam es zu einem Kampf und dieser Junge wurde getötet. Hat einen Pfeil abbekommen. Noch ein kleines Kind gewesen. Und daraus ist was entstanden? Eine Blutfehde. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er geht mit gutem Beispiel voran und sagt: Das erste, was ich tue, ist, dass wir diese Blutfehde ein für alle Mal aufheben und auf Blutrache verzichten. Und das ist ganz wichtig. Wenn du willst, dass die Leute dir folgen, dass die Leute auf dich hören, dass die Leute dich zum Vorbild nehmen, musst du mit gutem Beispiel vorangehen. Und zwar in allen Bereichen des Lebens. Wenn du willst, dass die Leute sagen, der Islam ist eine schöne Religion, dann musst du den Islam leben. Wenn du willst, dass deine Kinder einen guten Charakter haben, dann musst du mit gutem Beispiel vorangehen. Seid euch sicher, ja, also gerade diejenigen, die Kinder haben, die wissen das. Ja? Die Kinder, irgendwann einmal werden sie älter. Und dann sagen sie, du sagst zu ihm: Bitte spiel nicht so viel mit dem Handy. Ja, aber du spielst auch mit dem Handy. Was willst du dann sagen? Abu Muslim nach. Ja, es ist so, subhanallah. Was willst du dann sagen? Es ist wirklich so. Ja? Was willst du einem Kind sagen, ja, wenn du selbst rauchst, dass es nicht rauchen soll? Und deswegen, es gibt einen schönen Gedichtvers. Das heißt: إِذَا كَانَ رَبُّ الْبَيْتِ بِالدُّفِّ ضَارِبًا فَشِيمَةُ أَهْلِ الْبَيْتِ كُلُّهُمْ رُقْسٍ. Wenn der Hausherr, ja, die ganze Zeit trommelt, was machen dann die Familienmitglieder? Sie tanzen die ganze Zeit. Das ist ganz normal. Ja? Das ist ganz normal. Es gibt auch ein türkisches, das sage ich jetzt aber nicht, das ist ein bisschen eklig, wie meine Frau erzählt. Ja? werde ich das jetzt nicht erwähnen. Ja? Vielleicht kennt das Wolan mit dem Imam, der... ja. Egal, lassen wir jetzt einfach. Erzähle ich euch nachher, inshallah, im kleinen Kreis. Inshallah. jetzt weiß er, was ich meine. Allahu a'lam. Weißt du? Nein? Gut, dann erzähle ich es später, inshallah. Gut. Ja? Und unser Prophet, sallallahu alaihi wasallam, subhanallah, er ist immer mit bestem Beispiel vorangegangen. In der Grabenschlacht, Ghazwat al-Khandaq. Die Leute, ja, haben unglaublichen Hunger. Sie müssen den Graben ausheben, um Medina zu schützen vor den Angreifern. Und sie sagen: "Ja, Rasulullah, wir haben nichts zu essen. Unser Magen schmerzt, wir müssen uns Steine um den Bauch binden, damit wir diesen Hunger nicht verspüren." Woraufhin der Prophet sallallahu alaihi wasallam hochhebt und zeigt, er hat zwei Steine um seinen Bauch gebunden. Er hat noch mehr Hunger. Sallallahu alaihi wasallam. Immer mit bestem Beispiel vorangegangen. Und das ist es, worauf es ankommt. Wenn ich will, dass die Leute auf mich hören, dass die Leute mich befolgen, dann muss ich das zunächst erst einmal selbst praktizieren. Und dann, nachdem der Prophet sallallahu alaihi wasallam das gesagt hat, kommt er zu dem zweiten Bereich, der zu der Jahiliyyah gehört. Der erste Bereich ist die Blutfehde. Und der zweite Bereich ist was? Das Vermögen.
Und eine der schlimmsten Formen, die Menschen auszunutzen in Bezug auf das Vermögen, ist was? Riba. Wucher. Wucherzinsen. Zinsen an sich sind haram. Aber Wucherzinsen sind noch gewaltiger. Und das war damals sehr stark verbreitet gewesen. Heute immer noch vorhanden. Überall. Ja? Aber damals war es sehr stark verbreitet gewesen. Und deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, وَرِبَ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٍ. Und der Riba aus der Jahiliyyah-Zeit ist aufgehoben. Und jetzt ganz wichtig, وَأَوَّلُ رِبًا أَضَعُ رِبَانَا رِبًا عَبَّاس ابن عبد المطلب. Allahu Akbar. Und der erste Riba, den ich aufhebe, ist unser Riba. Also von unserer Familie. Und zwar der Riba von Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib, meinem Onkel. Subhanallah. Was heißt das? Was meint der Prophet damit? Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib, er hat wahrscheinlich Leuten Geld geliehen. Mit Zinsen. Und unser Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, er zeigt auf, diese Zinsen, die er genommen hat, sind zu Unrecht genommen. Und das muss enden. Heißt es, dass er sein Geld nicht zurückbekommt, was er geliehen hat? Nein, er kriegt es zurück. So wie es Allah Ta'ala gesagt hat. فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ. Was ihr zurückbekommt ist رُؤُسُ الْأَمْوَالِ. Das Kapital, was ihr gegeben habt. Das Darlehen. Es soll weder euch Unrecht getan werden, noch ihnen Unrecht getan werden. Unglaublich wichtig. Wenn also unser Prophet sallallahu alaihi wasallam in der Abschiedspilgerfahrt der wichtigsten Predigt seines Lebens überhaupt über Riba spricht. Was bedeutet das für mich als Muslim? Das bedeutet für mich, ich muss aufpassen, dass ich versuche, meine Finanzen von Riba so gut es geht freizuhalten. Heutzutage nehmen wir das auf die leichte Schulter. Nur damit wir ein tolles Auto haben, uns zeigen können, tolle Kleidung, das beste Handy etc., sind wir bereit, Konsumkredite auf uns zu nehmen. Wir brauchen das gar nicht. Aber wir machen es einfach. Warum? Wir wollen zeigen, wir haben alles. Gerade die Jugendlichen heutzutage. Auf Instagram sehen sie immer irgendwelche reichen Leute, die zeigen und stellen ihren Reichtum zur Schau und wollen genauso sein. Können sich das gar nicht leisten. Teilweise gucken sie sich Videos an von Leuten, die in irgendwelchen Privatjets dann fliegen und wissen gar nicht, das ist alles nur gemietet. Das ist gar nicht echt. Die haben das Geld gar nicht dafür. Aber sie sehen das, oh, ich will das auch. Und sie denken, das ist der Lebensstil. Und fangen dann an, Konsumgüter auf sich zu nehmen, Konsumschulden zu machen, sind bereit dafür, Riba einzugehen, das heißt Zinsen zu zahlen, obwohl das verboten ist. Achte darauf, mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, ja, dass du fernbleibst vom Riba, weil er zu den gewaltigsten Sünden überhaupt gehört. Allah subhanahu wa ta'ala, er hat denjenigen, welche mit Riba zu tun haben, den Krieg erklärt. فَأَذَنُوا بِحَرُبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. So vernimmt was? Den Krieg, die Verkündung des Krieges von Allah und von seinem Gesandten. Dafür, dass man mit der Debatte zu tun hat. Möge Allah Ta'ala uns dafür bewahren. Und jetzt sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, subhanallah, die Khutbah ist so schön aufgebaut, so kurze Botschaft, kurz und knapp. Kurz und knapp, es ist heiß dort. Ja, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, viele Leute, seine Stimme wird auch vielleicht nicht jeden erreichen. Und deswegen hat er die Botschaften kurz und knapp gehalten. Nochmal, er beginnt erst einmal mit der Unantastbarkeit des Vermögens und des Lebens des Menschen. Und dann geht er auf die Jahiliyyah-Zeit ein und zeigt auf, dass es zwei Dinge gab in der Jahiliyyah, wo Unrecht getan wurde. Einmal in Bezug auf das Leben und einmal in Bezug auf das Vermögen. Und jetzt geht unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam auf etwas sehr Wichtiges ein. Und das ist eine Sache, die wir immer wieder hervorheben müssen. Ganz wichtig, wo? Bei der Abschiedspilgerfahrt. Und er sagt, فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ. Allahu Akbar. Und so fürchtet Allah in Bezug auf die Frauen. Weil ihr habt sie genommen mit einer Aman von Allah. Eine Aman ist eine Amane von Allah. Also es ist etwas, was euch anvertraut wurde, wofür ihr Verantwortung tragt. وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنِّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ. Und durch das Wort Allahs ist es erlaubt, ja, dass ihr Beistand mit euren Frauen habt. وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنِّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ.
Erstmal ganz wichtig, ja, dass wir erstmal verstehen, subhanallah, unser Prophet sallallahu alaihi wasallam in seiner Abschiedspilgerfahrt, was macht er? Er macht auf die Rechte der Frauen aufmerksam. In was für einer Zeit, in was für einer Gesellschaft, in einer puren Männergesellschaft. In einer Zeit, wo Frauen so und so keine Rechte hatten. Und zwar nicht nur in arabischen Gesellschaften, sondern überall auf der Welt keine Rechte hatten. In vielen Religionen nicht einmal als Mensch angesehen wurden. Und in seiner Abschiedspilgerfahrt sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, so fürchtet Allah in Bezug auf die Frauen, behandelt sie gut, weil sie sind eine Ermahne von Allah subhanahu wa ta'ala. Kein Spiel. وَاسْتَحْلَيْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ. Unglaublich wichtig. Für diejenigen, die glauben, Mädchen sind nur ein Spiel. Ich kann als Mann tun und lassen, was ich möchte. Ich kann Sinner machen, wie ich möchte. Aber wenn ich dann heirate irgendwann einmal, dann muss sie eine Jungfrau sein. So etwas gibt es nicht. So etwas kennen wir nicht. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat klar und deutlich gesprochen. Und dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam: "Walakum alaihinna alla yu'tina fi furushikum ahadan takrahunahu." Und ihr habt das Recht ihnen gegenüber, dass sie nicht einfach so jemanden nach Hause bringen, den ihr nicht mögt. Entweder wala iyazu billah zina, also dass sie Unzucht begeht, oder wie es die meisten Gelehrten sagen, dass sie nicht einfach jemanden nach Hause lassen, den ihr nicht zu Hause sehen wollt. Das ist euer Recht. Und jetzt sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam etwas ganz Wichtiges. فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَضْرِبُهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ. Sollten sie dies jedoch trotzdem tun, dann, ich übersetze wörtlich, ich gehe kurz darauf ein gleich, insha'Allah ta'ala, schlagt sie nicht verletzend. Warum erwähnt das der Prophet sallallahu alaihi wasallam in der Abschiedspilgerfahrt? Warum gerade an diesem Ort? Der Prophet sagt das nicht, damit er sagt, schlag die Frauen, ganz im Gegenteil. Er sagt das, um aufzuzeigen, das wäre die einzige Situation, ja, wo man überhaupt darüber nachdenken könnte, dieses Mittel anzuwenden, was Allah Ta'ala in Surat An-Nisa erwähnt hat, was aufgrund einer bestimmten gesellschaftlichen Situation geoffenbart wurde. Ganz, ganz wichtig. Allah Subhanahu wa Ta'ala, er hat die Ayah in Surat An-Nisa nicht offenbart, damit die Männer die Frauen schlagen, ganz im Gegenteil. Er hat sie offenbart, um auf eine bestimmte gesellschaftliche Situation einzugehen, die damals gegeben war, dass nämlich Männer ganz normal, das war gesellschaftlich völlig normal gewesen, ihre Frauen geschlagen haben und nicht nur einfach geschlagen haben, sondern verletzend geschlagen haben, woraufhin Allah subhanahu wa ta'ala aufgezeigt hat, nein, ja, es gibt ganz klare Regeln und es gibt ganz klare Grenzen, die nicht überschritten werden dürfen, egal in was für einer Gesellschaft wir leben. Auch wenn es eine Gesellschaft sein sollte, wo das normal ist, dann ist es nicht normal. Und es dürfen bestimmte Grenzen nicht überschritten werden. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir werden vielleicht über dieses Thema sozusagen Schlagen einer Ehefrau nochmal vielleicht gesondert eingeschaffen, wie heute zeitlich nicht. Ja, aber dass wir erstmal verstehen, ja, worum es geht. Es geht dem Propheten nicht darum zu sagen, dann schlagt eure Frauen, sondern es geht darum zu sagen, ihr dürft eure Frauen nicht schlagen. Und wenn das in eurer Gesellschaft dann trotzdem vorkommen sollte, gibt es ganz klare Regeln dafür. Und es darf nur in ganz bestimmten Situationen, unter ganz bestimmten Aspekten geschehen. Und dann ist es nicht einmal ein Schlagen, sondern dann ist es eine Art Necken. Ganz wichtig. Ja, und wir werden uns mal mit den Aussagen der Fuqaha diesbezüglich beschäftigen, welche Fatwa es diesbezüglich gibt, wie man konkret mit diesem Thema umgeht, eine sehr, sehr welche Meinung es diesbezüglich gibt. Das machen wir mal in einem eigenständigen Vortrag, inshallah ta'ala. Aber ganz wichtig, ja, dieses Misshandeln einer Frau, Schlagen einer Frau, so wie wir das heute kennen in der Gesellschaft, ja, das ist ganz klar und deutlich verboten. Eindeutig. Darüber gibt es überhaupt keinen Khilaf unter den Gelehrten. Ja, aber was damit konkret gemeint ist, darauf werden wir nochmal insha'Allah ta'ala zu sprechen kommen. Und dann spricht der Prophet über die Rechte der Frauen. وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Und ihr Recht ist es, euch gegenüber, dass ihr sie versorgt und dass ihr sie kleidet im Ma'ruf, was dem Brauch entspricht. Also immer im Mittelmaß. Es kommt immer darauf an, aus welcher Familie du kommst, was du für Möglichkeiten hast. Subhanallah, das ist so unglaublich.
Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er spricht so ausführlich in dieser wichtigsten Predigt überhaupt über die Rechte der Frauen. Nochmal aufzuzeigen, er ist nicht gekommen, um die Rechte der Frauen einzuschränken, sallallahu alaihi wa sallam, sondern er ist gekommen ganz im Gegenteil, um den Frauen ihre Rechte zu geben. Das ist ein sehr wichtiger Aspekt, den wir verstehen müssen. Auch gerade verstehen müssen im Hinblick auf die Auslegung des Korans und bestimmter Gebote, die wir im Koran finden und auch der Sunna unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Dass wir immer im Blick halten müssen, haben müssen, weder der Prophet noch der Koran wollten die Frau einschränken, ganz im Gegenteil, sondern sie wollten die Frau befreien von bestimmten Traditionen, die in der vorislamischen Zeit vorhanden gewesen waren. Und nur wenn ich das im Hinblick auf sozusagen auf diese Tatsache interpretiere, werde ich es auch richtig interpretieren können. Sonst werde ich es falsch interpretieren können und glauben, dass all die Gebote dazu sind, die Frau einzuschränken. Aber wir werden mal wirklich, wie gesagt, inshallah ta'ala diesbezüglich einen eigenständigen Vortrag machen. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, وَقَدْ تَرَكْتُمْ فِيكُمْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنْ اِعْتَصَنْتُمْ بِهِ كِتَابَ اللَّهِ. Und ich habe ja etwas hinter euch gelassen, wo ihr niemals in die Irre gehen werdet. Das Buch Allahs. Es gibt verschiedene Versionen. Aber hier in dieser Version von Imam Muslim wird das so gesagt. Gut. Das Buch Allahs. Halte am Buch Allahs fest. Und du wirst gerettet sein. Halte am Koran fest. Der Koran ist ein Geschenk. Es ist eine Musiba, eine Katastrophe. Dass ich als Muslim den Koran habe. Arabisch, übersetzt ins Deutsche. Aber mir noch nie durchgelesen habe, was eigentlich Allah Ta'ala von mir will. Du hast die Anleitung für dein Leben. Der Prophet sagt, wenn du daran festhältst, dann wirst du niemals in die Irre gehen. Niemals in die Irre gehen. Und es gibt viele Muslime, die in ihrem Leben noch nie über Juz Amna hinausgekommen sind oder vielleicht sogar noch nie den Koran und die Mushaf aufgemacht haben. Beschäftige dich mit dem Koran. Es ist wallahi die beste Ibadah, die du überhaupt vollziehen kannst. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er sagte, خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَ. Der Beste unter euch ist derjenige, der den Koran lernt und lehrt. Möge Allah Ta'ala uns den Koran erleichtern, dass den Zugang zum Koran erleichtern, dass wir uns mit ihm beschäftigen. Amin Rabbil Alamin. Und jetzt sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, وَأَنْتُمْ تَسْأَلُونَ عَنِّي فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ. Und ihr fragt nach mir, was werdet ihr aber sagen? Und dann sagten sie, نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتْ وَأَدَّيْتْ وَنَصَحْتْ. Wir bezeugen, dass du verkündet hast und dass du sie übermittelt hast, die Botschaft, und dass du den Ratschlag gegeben hast. Du hast alles getan, was du tun konntest. Und er hat dann seinen Finger gehoben zum Himmel und so gemacht und sagte dann, also hier so für diejenigen, die es auch, damit sie auf Facebook sehen, inshallah ta'ala, und sagte dann, Allahumma shhad, dreimal, O Allah, bezeuge, O Allah, bezeuge. In einer anderen Version heißt es, فَلْيُبَلِّغْ أَشَّاهِدْ مِنْكُمْ الْغَائِبْ. Derjenige, der anwesend gewesen war, soll denjenigen erzählen, der nicht anwesend gewesen war. Weil das ist die Quintessenz der Botschaft des Islam. Subhanallah, was für eine Predigt. Interessant ist, habt ihr in dieser Predigt irgendetwas über Allah gehört? Irgendetwas über den Iman an den jüngsten Tag gehört? Nein, oder? Komisch, hä? Warum? Weil der Prophet hat Muslime angesprochen, die das schon kannten. Was hat er aber angesprochen? Dinge, wo es Muslime gibt, die denken, ich glaube an Allah, ich bete meine Gebete, aber nicht sich bewusst sind, dass wenn sie diese Grenzen überschreiten, sie am jüngsten Tag leer ausgehen werden. Weil das sind Hasanatfresser. Anderen Menschen Unrecht zu tun, andere Menschen zu unterdrücken. Die Rechte deiner Ehefrau nicht zu berücksichtigen. Das sind Hasanatfresser. Und du wirst Rechenschaft ablegen müssen am jüngsten Tag. Atadruna man al-muflis. Wisst ihr, wer der pleite gegangen ist?
قالوا المفلس في ما لا درهم ولا دينار. Der pleite gegangen und der Einzige ist derjenige, der weder Gold noch Silber hat. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, Al-Muflisu min ummati, man ya'ti yawm al-qiyamati, bi salatin, wa zakatin. Und er nannte noch einige andere Dinge. Der Muflis, der pleite gegangene, meiner Umme ist derjenige, der am jüngsten Tag kommt, mit dem Gebet, mit dem Fasten. Hat die Hajj gemacht, alle gute Dinge, hat seine Rituale erfüllt. Shahada gesprochen. Er denkt, es kann mir jetzt nichts mehr passieren. Aber was ist? وَقَدْ شَتَمَ هَذَا. Aber er hat jemanden beschimpft. وَضَرَبَ هَذَا. Hat jemanden geschlagen. وَسَفَكَ دَمَ هَذَا. Und hat das Blut von jemandem anderen vergossen. وَظَلَمَ هَذَا. Hat jemandem anderen Unrecht getan. فَيَأْخُذُ هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ. So nimmt derjenige von seinen Hasanat. وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ Und derjenige von seinen Hasanat. فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ Wenn all seine Hasanat aufgebraucht sind. Aber es immer noch Leute gibt, die Recht haben, was wird passieren? أُخِذَتْ سَيِّئَاتُهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ لا إله إلا الله. Werden all ihre سَيِّئَات genommen, auf ihn gelegt und er wird ins Höllenfeuer geworfen. Du denkst, oh, Alhamdulillah, ich habe alles gemacht, was ich machen muss. Ich habe sogar Hajj gemacht. Aber du hast Leichen im Keller liegen. Du hast dir immer wieder Geld geliehen von Leuten, es ihnen nicht zurückgegeben. Hast dein Geld nur damit verdient, indem du Autos verkaufst, die manipuliert sind und gefälscht sind und die, wo du lügst. Du betrügst Leute im Internet, denkst, oh, ich habe den großen Gewinn gemacht. Wallahi, du hast den großen Verlust gemacht bei Allah. Den größten Verlust deines Lebens. Einmal, meine lieben Geschwister, wir schaffen es heute leider nicht mehr mit Radio rum. Machen wir nächste Woche, inshallah. Einmal kam ein Bruder zu mir, das ist schon ein paar Jahre her. Er hat Taube gemacht. Ich bereut. Er kam zu mir, sagte, Sheikh Farid, ich habe ein Problem. Ich habe Taube gemacht, aber ich habe vielen Menschen Unrecht getan. Ich sage, was hast du denn gemacht? Ja, ich habe Internetbetrug begangen. Ich habe Sachen gekauft, aber nicht bezahlt. Oder über andere Adressen konnten, weiß ich nicht was. Keine Ahnung, wie er das gemacht hat. Manche dann zahlt das zurück. Er meinte, ich weiß gar nicht mehr, wie viel das ist. Wir reden hier von Hunderttausenden von Euro. Von Hunderttausenden von Euro. Was willst du so jemandem sagen? Er muss das alles begleichen. Wenn er es nicht in der Dunya begleicht, wallahi, er wird es in Akhira begleichen. Und jetzt stell dir eine Frage, mein lieber Bruder, meine liebe Schwester. Wenn du jetzt dein Leben lang so dein Geld verdient hast, immer wieder Leuten Unrecht getan hast, sie betrogen hast, und selbst wenn du eines Tages sagst, ich möchte jetzt bereuen, wie willst du das wieder ausgleichen? Wie willst du vor Allah stehen? Wie willst du das bezahlen? Du wirst es bezahlen, egal wie. Entweder in Euro oder Dollar, oder Bitcoin oder in Hasanat. Es gibt keine andere Möglichkeit. Und deswegen möge Allah subhanahu wa ta'ala uns vor Unrecht bewahren, ya Rabbil Alamin. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat seine Botschaft verkündet. Er hat gesagt, Allahumma ashhad. Ja, Rasulallah, wir bezeugen, du hast sie verkündet, wir wissen Bescheid. Wir haben keine Ausrede. Wir haben keine Ausrede. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns festigen auf seinem Weg und uns die Fußstapfen der Sahabe treten lassen. Amin, Rabbil Alamin. Nächste Woche, insha'Allah ta'ala, werden wir uns dann mit diesem Ereignis von Ghadir Khum beschäftigen. Für diejenigen, die noch nicht davon gehört haben, kommt nächste Woche auch vorbei, insha'Allah, auch um 18 Uhr, insha'Allah ta'ala. Das ist ein sehr interessantes Ereignis, wo wir ein bisschen darüber reden werden, insha'Allah ta'ala, was der Unterschied ist zwischen Schiiten und Sunniten. Weil das Ereignis hat sozusagen, ist ein sehr wichtiges historisches Ereignis, inshallah. Ich weiß, dass einige auch hier sind heute wegen dem Azar, weil jemand verstorben ist. Möge Allah Ta'ala erst einmal diese Person annehmen, Azzurum wa Ajrakum Jami'an. Und ich rate euch immer wirklich, liebe Brüder, liebe Schwestern, nehmt den Tod einer Person zum Anlass, um über euren eigenen Tod nachzudenken. Weil wir werden alle sterben, früher oder später werden wir alle sterben. Heute ist jemand gestorben, morgen, den wir zu Grabe tragen werden, morgen werde ich sterben.
Die Frage ist die, ist nicht die, wann werde ich sterben, sondern die Frage ist die, wie werde ich sterben? Das ist die große Frage. Viele denken, es kommt auf das Wann an. Nein, es kommt auf das Wie an. Einmal kam ein Mann zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und er sagte, ja Rasulallah, meta sa'a. O Gesandter Allahs, wann ist die Stunde? Was war die Antwort des Propheten sallallahu alaihi wasallam gewesen? Hat er ihm gesagt, wann die Stunde war? Er wusste selbst nicht. Und er sagte, wa madha a'dadta laha? Das ist die wichtige Frage. Und was hast du für die Stunde vorbereitet? Was hast du für deine ganz persönliche Stunde vorbereitet? Was hast du für diesen Moment vorbereitet, wo Malakul Maut an deine Tür klopfen wird? Ohne Vorwarnung. Und ihr wisst das selbst. Wie viele, die in unserem Alter sind, in eurem Alter sind, plötzlich von einem Moment auf den anderen zu Allah zurückgekehrt. Autounfall, Krankheit, Corona, irgendetwas. Plötzlich. Und diese Person, sie hatte noch all ihre Ziele im Kopf gehabt. Sie wollte noch heiraten. Sie wollte sich noch ein Haus kaufen. Sie wollte noch vielleicht, weiß ich nicht, anfangen mit dem Gebet. Wollte noch viele Dinge machen in ihrem Leben. Aber es ist vorbei. Khalas. Und deswegen sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, أكثروا من ذكر هذه من لذات الموت. Gedenkt häufig des Zerstörers der Genüsse. Warum heißt er der Zerstörer der Genüsse, der Tod? Ja? Weil er plötzlich kommt. Du willst noch dein Leben genießen und plötzlich ist alles vorbei. Du bist gerade dabei, ein erfolgreiches Projekt aufzubauen, erfolgreich finanziell zu werden. Du willst gerade erst heiraten, hast deine Hochzeit schon geplant und plötzlich kommt der Tod. Und deswegen, wir werden alle zu Allah zurückkehren. Die Frage ist nur die, wie? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Jede Seele wird den Tod schmecken. Wie oft kommt diese Ayah vor im Koran? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wie oft kommt das vor? Wie oft? Drei oder viermal. Ich bin mir jetzt auch nicht ganz sicher, ob drei oder viermal. Auf jeden Fall mindestens dreimal. Mindestens dreimal. Sagt Allah Ta'ala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Jede Seele wird den Tod kosten. Gut, meine Frage. Wussten wir das nicht schon vorher? Habt ihr jemals jemanden erlebt, der ewig lebt? Ich nicht. Ihr sicherlich auch nicht. Das heißt, es ist eigentlich eine Tatsache, die jeder kennt. Aber warum erwähnt es Allah Ta'ala immer wieder? Weil es jeder verdrängt. Es ist eine Tatsache, die jeder kennt, aber gleichzeitig auch eine Tatsache, die jeder verdrängt. Keiner will es wahrhaben. Jeder denkt, ach, ich habe noch Zeit. Kommt schon. Irgendwann mal mache ich die Hajj und dann ist alles vorbei. Alhamdulillah. Ja, habe ich mein Leben genossen. Ja, und dann kann ich immer noch die Hajj machen. Subhanallah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Und dann sagt Allah Ta'ala, worauf es ankommt. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازْ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Wer vom Höllenfeuer dann gerettet wird, wenn man sucht sich ein Naur. وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ und das Paradies betreten darf. فَقَدْ فَازْ. Der hat wirklich gewonnen. Der hat wirklich gewonnen. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Und diese Dunya, das Leben in dieser Dunya ist nur was? Es ist etwas Trügerisches. Du denkst, oh, das ist, worauf es ankommt. Die Leute, die streben nur nach der Dunya, denken, das Geld ist das, worauf es ankommt. Die Frauen ist es das, worauf es ankommt. Meine Gelüste sind es, worauf es ankommt. Meine Karriere ist es, worauf es ankommt. Mein Aussehen ist es, worauf es ankommt. Aber Allah sagt, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Das ist trügerischer Genuss. Nicht mehr und nicht weniger. Wallahi, dein Aussehen, wenn du unter der Erde bist, ist nichts mehr davon übrig. Dein Vermögen, sobald du tot bist, wird es aufgeteilt. Entweder unter den Erben, hast du keine Erben, geht es an den Staat. Deine Familie, die du sehr geliebt hast, sie wird zurückkehren. Solltest du jung sterben und hast eine Frau, wird sie wahrscheinlich nochmal heiraten. Solltest du sterben als Schwester und hast einen Mann, er wird wahrscheinlich nochmal heiraten. Nichts wirst du mitnehmen. Wallahi, nichts. Deswegen, lasst uns den Tod eines lieben Menschen zum Anlass nehmen und über unseren eigenen Tod nachzudenken. Vielleicht ist das die größte Hasana, die er gemacht hat. Dass er uns ermahnt hat, dass wir uns verändern. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auf seinem Weg festigen. Allahumma ya muqallibal qulubi wal abasar, thabbit qulubana ala dinik.
ونسأل الله عز وجل أن يرحم ميتكم. وما اسمه الميت المتوفى؟ يا الله يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا ذا الجلال والإكرام، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وقه من عذاب النار وفتنة القبر يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم إن كان أخانا إن كان أخونا عماد صالحا فتقبل منه يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم مد له في قبره مد بصره وافرش له من فراش الجنة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنزله منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. اللهم أنزله منازل الشهداء والصديقين والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. يا الله يا الله، دبست العفو، دبست الرحيم، دبست الرحمن، دبست العفو. Wie bitten dich, ja Allah, dich unseres Bruders Imad zu erbarmen. O Allah, erbarme dich seiner, ja Allah. Ja Allah, nimm all seine guten Taten von ihm an, ja Allah. Und vergib ihm all seine schlechten Taten, ja Allah. Ja Allah, erhöhe ihn um Stufen bei dir im Paradies, ja Allah. Und lass ihn am jüngsten Tag in deinem Schatten stehen, an jenem Tag, an dem es keinen anderen Schatten geben wird, als deinen Schatten, ja Allah. Ja Allah, lass ihn zum Becken deines geliebten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gelangen und daraus einen Schluck nehmen, sodass er nie wieder dürstet, ja Allah. Ja Allah, gib ihm die höchsten Stufen im Paradies, ja Allah, und vereine ihn im Paradies mit seiner Familie, ja Allah. Ja Allah, bewahre seine Familie nach ihm, ja Allah. Ja Allah, bewahre seine Familie nach ihm, ja Allah, und segne seine Familie, ja Allah. Ja Allah, jeder, der heute hier anwesend ist, ja Allah, gib ihm Hidayah, ja Allah. Jeder, der heute hier anwesend und nicht betet, ja Allah, so lass ihn beten, ja Allah. Jeder, der heute hier anwesend ist und ein Sünder ist, so lass ihn zu den Bereuenden hören, ja Allah. Ja Allah, lass uns alle zu den Bereuenden gehören, ja Allah. Ja Allah, vergib uns all uns unsere Sünden, ja Allah. Ja Allah, verzeihe uns unsere innerlichen Sünden und unsere äußerlichen Sünden, unsere geheimen Sünden und unsere öffentlichen Sünden, ja Allah. Ja Allah, wir bitten dich, unsere Herzen auf deinem Wege zu festigen, ja Allah. Ja Allah, festige unsere Herzen auf deinem Wege, ja Allah. Ja Allah, mach uns zu Vorbildern für die Menschen, ja Allah. Ja Allah, lass uns immer an dem Seil des Islams festhalten, ja Allah. Ja Allah, lass uns mit dem Koran beschäftigen, ja Allah. Lass uns zu jenen gehören, welche den Koran verinnerlichen, ja Allah. Welche ihn mit ihrer Zunge rezitieren, ja Allah. Welche ihn mit ihrem Herzen aufnehmen, ja Allah. Und welche ihn mit ihrem Körper praktizieren, ja Allah. Ja Allah, vergib uns und verzeih uns. Amin, amin, amin. Wa akhiru da'wana. أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.